Heute gibt es mal wieder eine weitere Folge der Serie Ich reagiere auf eure Setups. Ja, das letzte Setup-Bewerten-Video kam vor 4 Wochen. Deswegen freue ich mich, heute wieder für euch am Start zu sein und ein paar geile Setups zu bewerten. Was auch krank ist, wie viele Setups immer noch reinkommen. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, mittlerweile sind es noch so um die 250 bis 300 Setups, die ich noch nicht bewertet habe. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze in Zukunft machen soll. Soll ich nur noch die besten Setups zeigen? Oder soll ich alle Setups zeigen? Denn ich habe momentan so viel Auswahl, da könnte ich theoretisch schon nur die besten Setups zeigen. Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, dann würde ich halt die Leute, die mehr Geld haben, bevorzugen, was eigentlich auch nicht richtig wäre. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze sehen wollt. Niemand, wirklich niemand, Gary macht sein Intro von hinten. Andere YouTuber filmen sich von vorne, wenn sie ihr Intro machen. Gary denkt sich, ja, es wäre doch eigentlich ganz nice, wenn ich mein Setup zeigen würde. Nein, Freunde, Spaß beiseite. Wir wechseln jetzt in die Frontkameraansicht. Viel Spaß beim Video. Let's go. Moin Gary, ich heiße Edin und bin 13 Jahre alt. Mein Gaming-Setup ist noch nicht ganz fertig. Ich hole mir nämlich noch einen 2-Meter-Tisch, damit ich den PC auf den Tisch packen kann. Die Kabel werden auch noch versteckt. Mein PC hat eine RTX 2070 Super, Ryzen 5, 9 Lüfter, eine Wasserkühlung und RGB. Mein Monitor ist von AOC mit 144 Hertz, eine Millisekunde und 4K. Meine Monitore, was? Ein AOC Gaming Monitor mit 144 Hertz, einer Millisekunde und 4K? Hä? WTF? Meine Monitore rechts und links sind die Samsung Monitore, die du früher hattest. Ja, das sind eigentlich ganz gute Monitore vom Preis-Leistung her. Die sind momentan sogar noch bei mir in der Videobeschreibung, muss ich mal endlich aktualisieren. So, sieht doch schon mal ganz gut auf den ersten Blick aus. Wir gehen rein ins erste Bild. Was können wir auf dem ersten Bild erkennen? Seinen Gaming-Stuhl. Von der Marke habe ich jetzt noch nie gehört. Ist aber auch egal. Ich habe mir generell in Zukunft vorgeholt, nicht mehr einzelne Marken zu nennen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, kauf dir einen DX Racer oder so. Somit pushe ich halt nur diese Marke. Aber ein Maxnomic, Noblechair oder was auch immer, die Stühle können ja genauso gut sein. Deswegen werde ich in Zukunft immer noch sagen, besorgt ihr auf jeden Fall einen Gaming-Stuhl. Ich persönlich hätte es mehr gefeiert, wenn die Streifen hier blau gewesen wären, sodass es auch besser mit den LEDs matcht. Als nächstes haben wir dann hier ein seitliches Bild von seinem Setup, aber im Dunkeln geknipst. Für meinen Geschmack sind hier momentan noch zu wenig LEDs am Start. Deswegen würde ich hier einfach hinter die Tischplatte noch einen LED-Strip machen und eventuell auch noch hinter die Monitore, sodass die Wand auch angeleuchtet wird. Momentan steht sein PC noch rechts in der Ecke, den wird er aber auf den Tisch stellen, wenn er eine größere Arbeitsplatte gekauft hat. Ich würde jetzt bei diesem Setup hier eigentlich nur die Mikrofonhalterung kritisieren, denn ja, das nervt halt extrem, wenn die hier vorne am Tisch festgemacht ist. Ich persönlich würde sie, wie bei mir, hinter die Monitore machen und dann über die Monitore rüberziehen. Hier würde ich halt einfach die Kabel von dem rechten Monitor und von dem linken Monitor holen, zack, hier hinten rüber und dann hier an der Halterung runtergehen lassen. Ja, so sieht dein Monitor-Setup direkt extrem clean aus, denn du wirst dann gar keine Kabel mehr erkennen. Hallo, mein Name ist Joel, ich komme aus der Schweiz, ich bin 20 Jahre jung und habe mein Setup mit meinem Ersparten gekauft. Dann haben wir hier die PC-Specs für die Leute, die es interessiert. Ich kann aber jetzt nicht immer alles vorlesen, das dauert einfach zu lange. Ich kann mich jetzt auch wieder daran erinnern, dieses Setup hier haben wir schon mal im Livestream angeguckt. Die neuen Nanoleaf-Panels über ein Setup, wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht, ne? Sieht natürlich baba aus. Aber ich finde auch, dass so langsam die Zeit von den Nanoleaf-Panels vorbei ist. Wenn man sie hat, schön und gut, aber ich würde mir jetzt keine mehr kaufen, denn ja, irgendwann ist das Ganze auch mal ausgelutscht. Fast jeder hat jetzt Nanoleaf-Panels und es wird, glaube ich, mal wieder Zeit für was Neues. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die LEDs hier am Subwoofer und an den Lautsprechern. Diese Perspektive gefällt mir noch besser als die erste. IKEA-Regal, für die Leute, die jetzt fragen werden, IKEA-Lack-Wandregal, 48 Euro. Das Regal sieht wirklich sehr cool aus, dann auch schön mit LEDs. Ja, Schuhe und ein Skateboard. Nicht nur sein Setup sieht geil aus, sein komplettes Zimmer ist absolut geil. Ein 1,40er Bett, schön schlicht weiß. Dann hier auf dezent einfach nur hier so ein kleines Regal an die Wand als Nachttisch, reicht aber vollkommen aus. Die gewählte Wanddeko von ihm ist natürlich Geschmackssache, deswegen werde ich dazu nichts sagen. Als letztes seine TV-Ecke und ganz klar, hier fehlt ein Sideboard. Mein Name ist Aaron und ich bin 15 Jahre alt und das ist mein Setup. Setup sieht natürlich sehr gut aus.
Trotzdem muss ich jetzt hier wieder sagen, die Kombination aus schwarz-roten Schaumstoffmatten ist eine Geschmackssache. Für mich persönlich wäre es nichts. Dann IKEA-Schreibtisch, ne? Derselbe, den ich am Start habe, eine 2,46 Meter Tischplatte mit zwei Alex-Regalen. Ganz klar, bei so einem großen Schreibtisch fehlt halt einfach der dritte Monitor, sodass das Ganze halt einfach von der Optik her besser aussieht. Ja, PC ist natürlich hier auch mit roten LEDs, Wallpaper ist rot, farblich passt das Ganze natürlich sehr gut zusammen. Ja, ich persönlich würde mir halt einfach einen Schreibtisch holen ohne Regale für die Beinfreiheit, ne? Wow, Junge, what the fuck, Digga, was geht denn hier ab? Es ist fucking nochmal real. Er guckt meinen Livestream. Boah, Baby. Moin, mein Name ist Markus, ich bin 18 Jahre alt und das ist mein Setup. Ich habe es mir über 10 Monate zusammengespart und über die Zeit immer ein bisschen verändert. Es hat so um die 4.800 Euro gekostet. Ey, diese Marke hier kenne ich gar nicht, aber 240 Hertz Monitor, mashallah, bei dir läuft. Er ist auf jeden Fall ein großer SteelSeries Fan, wie man hier erkennen kann. Gehäuse gefällt mir auch sehr gut von dem PC. Ja, was soll man sagen, ein 240 Hertz Monitor und ein 144 Hertz Monitor. Mashallah, Digga. Das Gute ist halt, er hat nur zwei Monitore, somit hat er sehr viel Platz für den PC. Ja, wenn ihr nur zwei Monitore braucht, dann ist es natürlich perfekt. Dieses Setup hier ist auch wieder eine 1 Plus. Dann haben wir hier noch ein bisschen LED-Action im Video. Ja, schade Marmelade, dass er das Ganze so pervers geschickt hat. Hi Gary, ich bin 14 Jahre alt. Als nächstes werde ich meinen Stuhl und meinen Monitor aufrüsten. Ist auf jeden Fall das Beste, was du jetzt so in Zukunft machen kannst, ne? Man könnte wirklich meinen, dass ich jetzt gerade wieder einfach nur die besten Setups zeige. Aber ich gehe hier einfach wirklich komplett random durch. Und das sind halt einfach die Setups, die ganze Zeit kommen. Ich weiß, ich bin erst 15 und rauche Shisha. Aber nur so einmal in der Woche, okay. AOC 144 Hertz, PS4, zack. Es gibt drei Monitore, die sehr oft benutzt werden. Das ist einmal mein alter Samsung-Monitor, ein BenQ RL mit einer Millisekunde oder halt dieser AOC-Monitor hier. Er braucht keinen PC, er braucht also auch keinen zweiten Monitor. Das wäre es doch, wenn man sich halt einfach nur mit einer PS4 und einem Monitor zufrieden geben würde. Ja, TV-Setup ist natürlich ganz nice. Man erkennt leider nicht so viel, aber sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Er hat einfach dieselbe Shisha wie ich. Also nicht die Shisha, die hier im Hintergrund steht, sondern eine andere, die ich auch habe. Ja, hier auf entspannt eine Couch. Standardmäßig 3 Euro IKEA-Tisch. So muss das doch. Erstmal hier die Idee von seinem Setup. Ein Triple-Monitor-Setup mit einem TV in der Mitte. Und dann hier auf der linken und rechten Seite nochmal zwei Hochkantmonitore. Ist natürlich jetzt für Gaming eher weniger, aber wenn es ihm gefällt, why not, ne? Hier natürlich nochmal auf Flex angelehnt, nochmal ganz kurz im Bild die Bose-Kopfhörer gezeigt. Ist doch ein ganz nices Zimmer eigentlich. Natürlich weiß man nicht, was hier verbaut ist, aber jetzt allein vom Gehäuse her gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der PC nicht gut ist. Kann ich mich natürlich auch täuschen. Aber erstmal einen guten PC, dann einen zweiten Monitor und dann einen besseren Tisch. Heiße Maximilian und bin 14 Jahre alt und dass mein Setup verbaut ist. Ja, für die Leute, die es interessiert, hier sind natürlich nochmal die PC-Specs. PC sieht saftig aus, die Specs habt ihr gesehen. Ja, das ist mein ganz altes Hintergrundbild, das er hier am Start hat. Das ist von was war das nochmal, das Hintergrundbild? Von welchem Film? Guardians of the Galaxy. Ja, auch hier natürlich nice, dass er ein Bild im Dunkeln geschickt hat, aber ich hätte dann doch auch nochmal gerne ein Bild bei Tageslicht, denn hier kann man jetzt wirklich auch nur drei Monitore mit einem PC erkennen. Meine Zuschauer haben einfach viel zu viele Setup-Videos von mir geschaut. Einfach fast jeder Abonnent oder beziehungsweise fast jeder, der mir hier sein Setup schickt, schickt ein geiles Setup. Moin, ich bin Ben und bin 13 Jahre alt. Triple Monitor Setup mit 13, Digga. Hätte ich auch gerne gehabt. Am Gaming-Setup Hausaufgaben machen ist ja wirklich absolut Schmutz. Deswegen hier, zack, nochmal ein extra Tisch für die Hausaufgaben. Besser ist es. Hi, ich bin Felix, 15 Jahre alt und das ist mein Setup. Insgesamt kostet es 3.500 Euro. Zwei Kameraansichten, ernsthaft jetzt? Mashallah, bei dir läuft. Ja, bis auf den Schreibtisch ist dein Setup eigentlich ganz gut, ne? Also hier wirklich in Zukunft einfach mal einen besseren Schreibtisch kaufen. Ansonsten auch hier wieder ein Top-Setup. Wenn du irgendwann das Geld hast, dann kauf dir wirklich hier komplett neue Möbel. Einfach, Digga, im IKEA, zack. Für einen 50er Lachs bekommst du da hier irgendein Regal. Stell dir das dahin. Ist 10-mal so geil als hier die Altbacken-Sachen. So, was hat er hier am Start? Ein 55 Zoll 4K-Fernseher von LG. Eine PS4 Slim, eine PS3, eine Bose Soundbar. Dann hier sehr viele Razer-Produkte. Ein 24 Zoll AOC Monitor, hier seine PC-Specs, wir gehen rein.
eine Couch-Ecke mit TV und nochmal hier ein extra Setup. Die Kissen, die aber jetzt hier am Start sind, die gehen ja gar nicht. Ne? Entweder komplett clean, nur die Couch, oder halt einfach so YouTube-Kissen oder Gaming-Kissen, irgendwie so in die Richtung. So, dann hier seine Wohnlandschaft, nenne ich den ganzen Hasen jetzt einfach mal, in schwarz. Viele benutzen immer weiße Möbel, aber ich finde auch schwarze Möbel sehen richtig geil aus. Das Ganze hier sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wenn der TV hier an der Wand hängen würde, dann wirklich 1 plus. Warum ein Setup, wenn man auch 2 Setups haben kann, ne? Was ist denn das hier für eine Tapete? Digga, sieht ja aus wie im Golf GTI die Sitze. Ja, ein geiles Setup, aber der Hintergrund macht hier alles kaputt. An der Decke sogar. Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Setup-Bewerten-Video. An die Leute, die bis jetzt geschaut haben, schreibt mal in die Kommentare, mit welchem Gerät ihr meine Videos schaut. Mit eurem Handy, mit dem Tablet, mit dem 4K-Fernseher, mit eurem PC, whatever. Denn ich nehme ja jetzt in Zukunft meine Videos in 4K auf. Das letzte Video war in 4K und dieses Video hier jetzt auch. Ja, ich habe halt jetzt einen besseren PC und dann habe ich auch die Möglichkeit, meine 4K-Kamera zu benutzen.